Finis Paratus Esse. Ziel ist es, bereit zu sein. Wir sind schon in der zweiten Saisonhälfte beim Rallycross. Jetzt an dich die Frage, Max, wie läuft es in der WM oder wie bist du zufrieden mit der Entwicklung? Ja, das sind zwei Perspektiven, die man da anwenden kann. Das eine ist natürlich die realistische, relative Sichtweise, die sich daran orientieren muss, dass wir ganz einfach gegen Werksteams antreten oder Teams mit sehr großer Werksunterstützung. Und da sind wir sehr zufrieden, weil wir eigentlich mit Platz 8 und 10 doch einige Werksautos bis jetzt auf Abstand halten konnten. Vor allem natürlich auch der Timo als quasi Neuling und mit einem Rennen, das er ausgelassen hat. Trotzdem noch auf Platz 10 ist schon eine großartige Leistung. Und dass wir bis jetzt eigentlich keine Ausfälle hatten. Man hat das jetzt beim letzten Finale in Kanada gesehen. Kann man sagen, naja, zwei Werksteams sind ausgefallen, aber es sind zwei Werksteams ausgefallen im Finale. Die haben halt ja, die Motoren so hoch hinaufgedreht, dass zweimal Bums gemacht hat und ja, damit waren wir am vierten Platz. Und das ist natürlich eine Perspektive, die realistisch und vernünftig ist, aber das reicht mir eigentlich nicht. Also ich höre zwar natürlich auch von meinen Leuten immer, ja, was willst du, wir sind eigentlich eh super. Und sage, ja, natürlich sind wir super, nur da können wir uns absolut nicht drauf ausrasten. Und wir können da mehr machen. Wir haben ja auch schon gemacht, wir fahren ja seit zwei Rennen einen neuen Motor. Der ist aber immer noch quasi in Aufbauarbeit. Also wir können den immer noch nicht ganz so nutzen, wie wir das eigentlich gehofft haben. Wir sehen schon ein bisschen eine Verbesserung, aber noch nicht dort, wo ich eigentlich sein wollte. Wir haben am Fahrwerk nicht ganz das erreicht, was ich gerne erreicht hätte. Da sind wir auch jetzt kommende Woche auch wieder testen, um also weitere Änderungen da auszuprobieren. Und da mache ich dann schon natürlich bei meinen Leuten ein bisschen Dampf und Druck. Das ist so, rastet euch nicht auf den Lorbeeren als Privatteam aus, sondern geht es davon aus, dass wir immer besser können und immer besser müssen. Und das, so sehe ich das auch für den Rest der Saison noch. Also wir müssen jedes Rennen unsere Leistung verbessern. Wir müssen den Fahrern ein besseres Auto geben, wir müssen uns mit den Fahrern besser abstimmen. Es war am Anfang ganz schwierig mit dem Timo Rallycross-Fahrwerk zu diskutieren. Also der hat uns das natürlich im DTM-Jargon beschrieben. Und ja, unsere Ingenieure haben zwar ein bisschen Rundstreckenerfahrung und das hat geholfen, aber also wir müssen da eindeutig besser werden und können auch besser werden. Und ich ziele schon darauf ab, dass wir eigentlich in den letzten Rennen noch etwas aufholen. Ich möchte schon noch die eine oder andere Position gut machen. Wobei es kann immer irgendwas passieren. Wir brauchen nur einen kapitalen Motorschaden haben und das ist keiner davor gefeit. Und wir müssen einen vierten Motor aufmachen und haben 15 Strafpunkte und sind ein paar Punkte hinten, also ein paar Plätze hinten. Also es ist viel noch drinnen, aber man muss trotzdem auch realistisch sein, was eben unsere Möglichkeiten betrifft. Da kann man mit Werksteams und Engagement nicht so leicht mithalten, weil die einfach ganz andere Ressourcen haben. Ne? Ja. Ist so. Ja, muss man einfach hinnehmen. Man muss ganz einfach mit mehr Cleverness und Ingeniosität arbeiten. Ja, es lässt sich nicht alles mit Geld erschlagen. Man kann also Geld draufwerfen ohne Ende und es kommt nicht viel dabei heraus. Ich verwende immer den Vergleich und 9 Frauen bringen auch kein Kind in einem Monat zusammen. Ja. Das ist ein guter Vergleich. Ja. Also, bei dir privat, wie bist du mit deiner eigenen Saison zufrieden? Ich glaube, man kann schon sagen, dass es sehr gut läuft. Ne? Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben heute nachgerechnet, also den tschechischen Staatsmeistertitel habe ich schon. Den kann ich nicht mehr verlieren. Ich führe in der Zone, wenn ich jetzt richtig liege, glaube ich mit 43 Punkten, in der österreichischen Meisterschaft mit 38. So ungefähr sind die Zahlen. Und in beiden, wenn ich alle Rennen fahre und Punkte mache, sollte ich die Meisterschaften beide gewinnen.
Ich müsste also wirklich einen Kapitalausfall haben oder irgendwelche ganz gravierenden, dass da also noch was schief gehen könnte. Aber ich fahre ja nicht nur jetzt, um Staatsmeister zu werden, ich will jedes Rennen gewinnen und will auch dieses gewinnen. Habe natürlich mit Kies, Kare, Höller, sehr ernstzunehmende Gegner und wird mit den drei Fahrern schon gar nicht mehr so einfach am Podium zu stehen, weil die sind alle drei dafür gut. Und auf der einen Seite freut mich das wahnsinnig, dass man solche, sind jetzt dann doch 12 oder 13 Autos, glaube ich, nicht ganz so viele wie erhofft, aber das heißt, wir fahren immer drei volle Läufe mit eigentlich durchwegs, wenn man sich auch die Testzeiten anschaut, sehr guten Rundenzeiten. Und da muss man schon dabei bleiben, muss man dranbleiben und man kann sich nicht zurücklehnen, wenn man da dabei sein will. Ja. Jetzt wollen wir natürlich schon ein bisschen den Ausblick auf nächstes Jahr richten. Wie geht's mit dem WM-Team Max MGP Racing weiter? Kontinuierlich nehme ich an. Das ist ganz schwierig. Also ich kann da sehr wenig sagen, weil ich auch Änderungen bei den Sponsoren habe. Ich habe ein Unternehmen, das Sponsor war, verkauft. Wir haben zwar neue Sponsoren, aber da weiß ich noch nicht, wie das genau für 2018 ausschauen wird. Das war jedes Jahr noch so und ich habe dann letztes Jahr dann im Jänner, Februar dann müssen ja, herumlaufen und bei den Sponsoren und dann halt auch selber nochmal in die Tasche greifen, um also das Jahr zu ermöglichen. Und das Gleiche nehme ich an, wird kommendes Jahr passieren. Also ich habe euch letztes Jahr gesagt, ich hoffe, dass es weitergeht mit einem Weltmeisterschaftsteam. Ich hoffe das auch dieses Jahr, aber ich kann es also nicht garantieren, weil mir diese großen, langdauernden Sponsoren fehlen, die das auch so als eine langfristige Investition sehen. Und wir haben wahnsinnig viel Interesse, Autos zu bauen, Autos zu verkaufen, neue Autos zu bauen. Es gibt da ganz ernstzunehmende Diskussion, was für die GRC in den USA zu machen. Die sind an uns herangetreten, die haben gesagt, wir bräuchten Autos, wir bräuchten Teams, was könnt ihr tun? Mhm. Wahrscheinlich eine Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Team. Okay. Wir bauen ja ein ganz neues Auto. Das kommt im Prinzip kommende, in zwei Wochen kriegen wir das erste quasi aus der Produktion, wenn man so will, also wo dann fast alle Bauteile da sind, ein komplett neues Chassis, selbst gebaut, selbst homologiert, komplett neue Aufhängung, hoffe ich so wettbewerbsfähig wie also die Aufhängung vom VW, neu entwickelte Dämpfer von Sadev, ein neues Getriebe, einen neuen Motor. Also wir bauen ein sehr, nachdem wir heuer doch schon sehr wettbewerbsfähig waren, wir bauen eigentlich ein noch wettbewerbsfähigeres Fahrzeug, immer noch auf Fiesta-Basis, sind aber auch mit zwei weiteren Herstellern im Gespräch, für die also auch im Autos zu entwickeln. Und gibt auch Anfragen, ERX zu machen, Anfragen, österreichische Meisterschaft zu machen. Also es tut sich sehr viel, es beginnt das Geschäft fürs nächste Jahr sich zu entwickeln, was genau davon sich realisieren wird, weiß man immer erst, wenn das Geld am Konto ist. Ja, ist klar. Ja. Und in der RX-Szene speziell, muss man sagen, ist das auch immer so erst im letzten Moment, wo man dann sieht, wer ist mit dabei und wer hilft mit. Ja, es ist immer noch nicht so, dass die Leute sich wahnsinnig leicht tun, Sponsoren zu finden. Also es ist immer noch im Aufbau begriffen, aber wie gesagt, dass in Österreich ein Fahrer kommt und sagt, ein Sponsor, der wird mir die Saison zahlen, ja, mit so einem Auto, das ist ja schon so unfein. Also da kommt natürlich dann schon Freude auf, dass sich bis dahin entwickelt hat und insoweit sind auch meine Aktivitäten rund um Fugler ganz wichtig, damit wir wirklich auch die Zuschauer und die Teams zufriedener stellen. Also wir sind immer noch im Aufbau, aber der Fortschritt ist erkennbar. In diesem Sinne kann man nur sagen, alles Gute für die Zukunft und für die restliche Saison, viel Erfolg und speziell natürlich, dass das WM-Team und das ganze Know-how, was da jetzt aufgebaut wurde, umgesetzt und weiter betrieben werden kann. Viel Erfolg, Dankeschön. Danke. Alles Gute. Danke. Danke, Max. Danke nochmal, gell?